Moin und herzlich willkommen zu einer ersten Folge von The Hunter. Kampagne nenne ich das Ganze mal, denn wir spielen mal so ein bisschen die Einzelspieler-Kampagne. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet, weil ich glaube, es gibt bei dem Spiel echt coole Missionen. Und eine Sache fehlt noch, dann geht's los. So, der Glückshut darf natürlich nicht fehlen und jetzt würde ich sagen, let's go. Hello. There you are. Добро пожаловать. Привет. Welcome to Medved Taiga National Oder Park. Чин добре? Ich weiß nicht. Not that we are friends. Yet. I'm Hada Alena Hasavovna. But you can call me Alena. I'm your primary contact. So you and I will be friends in no time. I put together this cross-disciplinary expedition to study the effects of climate change in this region. My team and I are scientists, not activists. So ja, this isn't a political thing. Das sagen sie alle. We are only interested in data, verifiable facts. Erstmal hinlegen, davon said, ist nämlich schon ein Reh oder so. Gathering data and assessing the animal population here is difficult enough in spring and summer. Okay, genug geredet? Before we get nee. Down to the nitty-gritty business, der Klassiker. I can hear your stomach rumbling all the way here at base camp. Start by getting yourself some protein. Ja, hungry bin ich. Das heißt, wir holen uns jetzt ein bisschen Proteine. Oh, Junge. Ja, ich glaube, wenn wir die Story hier spielen, können wir uns schon mal daran gewöhnen, dass die viel labern. Aber das macht ja nichts, ne? Ich werde davon wahrscheinlich auch einiges rausschneiden. Ist übrigens eine meiner Lieblingsmaps hier, die Schneemap. Medved Taiga heißt die ja. Richtig cool. Ich weiß gar nicht, wo die genau spielt. Sibirien oder so? Und ich weiß auch nicht, welche Sprache die Frau da spricht. Das klingt so ein bisschen polnisch oder russisch. Eins von beiden. Wird schon hinkommen. Ich habe zwei Waffen dabei. Einmal ein Gewehr, das ist das Standardgewehr, glaube ich, was ich mir ausgerüstet habe. Und einen Bogen. Ich werde jetzt erstmal versuchen, da vorne an das Reh- oder Moschustier ist es wahrscheinlich, ne? Könnt ihr es nochmal sehen. Da werde ich mal versuchen, mich ein bisschen anzusneaken und dann das zu erlegen mit einem Schuss. Das wäre super. Oh Gott, ich hoffe, es steht noch da. Und jetzt um den Felsen herum. Oh shit. Ich sehe es von hier, glaube ich nicht. Steh mal auf. Oh, wir sind mega nah dran. Das ist gut. Es hat uns nicht bemerkt. Ich habe keine Ahnung, wie man mit dem Bogen hier schießt. Versuch mal auf den Bauch zu schießen, so, wo Lunge und Herz und so sind. Nein, ich habe es nicht getroffen. Oh nein! Oh Gott, der Bogen ist kacke. So ein Mist! Es rennt davon! Wow. Das ganze Schleichen für nichts. RIP. Wie schießt man denn mit dem Bogen? Ich war doch voll drauf. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie man mit diesem Bogen zielt. Müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen üben. Aber das Moschustier werden wir nicht entkommen lassen. Auf keinen Fall. Da ist es direkt. Oh Gott, es ist voll nah dran. Es ist verwirrt. Oh Gott, das muss ich jetzt treffen. Habe ich es getroffen? Oh, ich glaube, es ist verwundet. Ich hoffe. Hinterher. Dürfen wir es nicht entkommen lassen. Ist auf jeden Fall am Bluten. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, da vorne liegt's. Ja, da liegt's. Wir haben es erledigt. Okay, das war jetzt nicht sehr elegant. Aber immerhin haben wir es mit dem Bogen versucht. Also gar nicht so schlecht. Da ist es. Im hohen Gras. Oh, sogar direkt ein Kopftreffer. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also wir haben ihn direkt in den Schädel geschossen. Also gar nicht so schlecht. 7 Kilo. Annehmen. You can only see so much from the ground. So unless you brought your rocket boots, you have to climb the nearest lookout point. I've marked the location on your hunter mate. Okay, das mit dem Bogen muss ich auf jeden Fall noch üben. Also ganz, ganz dringend. Und wir werden uns jetzt erstmal da vorne in 500 Metern auf diesen Outpost da begeben und eine kleine Pause machen. Und vielleicht unser schönes Moschustier verspeisen, damit wir ein bisschen Proteine bekommen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier auf den Turm hinauf und schauen uns mal die Umgebung an. Ich bin mal sehr gespannt, was für Missionen uns hier auf dieser Karte so erwarten. Was ein anstrengender Aufstieg. Aber wir haben es geschafft. Oh, da unten sind sogar schon Rentiere oder so. Mega gut. Da, direkt voraus. Oh, jetzt geht die Karte auf. This lookout offers quite a view. Oh ja. From up here you can see outposts, hunting grounds,
and all the nature you can feast your eyes on. Oh, meint ihr, wir könnten so einen Schuss landen? Ich glaube, das ist zu weit weg, oder? The nearest outpost location is marked on your hunter mate. Go there now to rest, resupply and take shelter. Okay. You may want to fix up the place. It hasn't seen much use since winter came. Okay, wir müssen zu so einem Outpost uns vorkämpfen und dort alles so ein bisschen aufräumen und natürlich uns aufwärmen. Vielleicht können wir auf dem Weg noch so ein kleines Rentier erschießen. Einfach so, weil wir können. Warum nicht? Oh, da unten sind die schon. Ich glaube, ich könnte es halt echt versuchen, mich noch ein bisschen anzusneaken. Und dann mal einen Schuss zu wagen. Am besten One-Shot. Oh, hier vorne ist auch schon eins. Oh mein Gott. Ich hätte natürlich gern ein Männchen mit dem schönen Geweih. Aber das tut's auch. Wollen wir es versuchen? Okay. Das war, glaube ich, ein ganz guter Treffer. Ich habe zwar nochmal geschossen, das hätte nicht sein müssen. Aber sicher ist sicher, das war auch nochmal ein Treffer. Okay, sehr gut. Das könnte sein, dass wir das schon erlegt haben. Am schönsten sind natürlich Herztreffer oder halt Wirbelsäulentreffer. Dann sind sie nämlich immer direkt am Boden. Wir schauen jetzt erstmal nach, wie gut wir hier getroffen haben. Wo ist das Blut? Wo ist es? Und? Das ist sogar ein tödlicher Treffer. Das heißt, wir müssen nur die Spur verfolgen. Aber es ist doch irgendwo nach hinten gerannt, oder nicht? Ja. Hier sind jetzt ganz viele Spuren. Also wir müssen aufpassen, dass wir die Spuren nicht aus den Augen verlieren. Weil die anderen Spuren lenken natürlich ein bisschen ab. Aber das kriegen wir schon hin. Ich hoffe, wir werden gleich nicht angegriffen von einem anderen Tier oder so. Da haben wir es. Unsere zweite Beute. Oh, es tut mir ein bisschen leid. Das sieht ein bisschen traurig aus, das Tier. Aber ein sehr schöner erster Schuss. Muskel, Lungen, Flügel links. Ich wollte doch sagen, das war auf jeden Fall ein guter Schuss. Der zweite war dann hinten in die Hüfte. Der war nicht so schön. Aber der erste war auf jeden Fall ein 100%iger Treffer. Wo liegt eigentlich das Herz bei diesem Tierchen? Das ist das hier, oder? Dieser kleine... Da, das ist das, glaube ich, das Herz. Da muss man drauf schießen. Oder halt hier irgendwo die Wirbelsäule durchtrennen. Vielleicht sollte man sich mal merken, wie die Wirbelsäule hier verläuft. Hier ungefähr mittig vom Hals und dann relativ weit oben. Ich frage mich ja, ob man die auch one-shotte, wenn man hier die Wirbelsäule durchtrennt. Ich denke aber schon, weil die dürften dann eigentlich auch gelähmt sein. Schädel ist ja immer eine schwierige Sache bei Tieren. Aber nicht schlecht. 100 Kilo. Weiblich. Nehmen wir an. Nice. Und jetzt kämpfen wir uns hier schnell zum Outpost vor, weil irgendwie wird der Schnee immer schlimmer. Nicht, dass wir hier gleich noch liegen bleiben und erfrieren. Bin ja echt gespannt, was die Missionen so alles mit sich bringen. Ob die viel Abwechslung bieten und so weiter, weil die Maps sind ja an sich alle ziemlich cool gestaltet. Dann ist halt noch die Frage, wie viel Zeit und Arbeit und Liebe wurde in die Mission gesteckt. Weil ich glaube, diese einzelnen DLCs für die Maps sind gar nicht so teuer. Und die Maps sehen ja wirklich alle wunderschön aus. So, jetzt haben wir es geschafft zu einer wunderschönen Hütte. Gott sei Dank. Ein Unterstand für uns. Das ist doch richtig gut. Da gehen wir doch direkt mal hinein. You have arrived. Juhu. Our outposts are no 5-star hotels. Oh, Wärme. They beat sleeping outside. Erstmal aufwärmen. Once you fix the place, you can rest and resupply here anytime. Okay. Haben wir den jetzt schon? Mission abgeschlossen, Vorräte auffüllen, okay. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt hier angekommen sind, ist der Ort wieder in Ordnung. Or as comfortable as anyone can be out here, I need you to help one of the other team members, Gunther Baden, at the campsite in Rybatsky Bay. Gunther Baden, klingt nach einem Deutschen. Fisherman's Bay. Okay, wir müssen zu diesem Deutschen und dem Fleisch vorbeibringen. Das heißt, wir brauchen Rehe, meinte sie. Also ich denke mal irgendwie ein Rentier oder... Ein Moschustier wird es da tun. Ich weiß nicht, ob wir uns das Quad schnappen sollten. Wo müssen wir denn jetzt hin? Laut Mission. Erlege ein Tier und verwerte es. Vorräte für Günther. Günther Baden ist unser Fotograf. Hey, ganz ruhig. Ich sage dir, er kommt so hoch empfohlen wie du. Aber die Wahrheit ist, er kommt sehr, sehr teuer. Günther kam etwa eine Woche vor, um eine remote Kamera all über diese Region zu setzen. Ledjanoi Bay. He loaded up an ATV with plenty of supplies. But like I said, we haven't heard from him since the storm. Nichts zu hören und nichts zu sehen hier in dem Gebiet. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit alles abgescoutet.
War super leise, bin geschlichen. Aber ja, kaum Spuren hier. Ich höre keine Tierschreie mehr. Ich weiß nicht. Und die Nacht kommt halt immer näher. Also ich glaube, wir sollten einfach mal ein Stück weiterfahren hier in diese Richtung zu den Gewässern. Und zumindest irgendwie Spuren finden oder so, die uns Hoffnung geben. Oh mein Gott. Ein laufender Bär. Problem ist, wenn wir einen Bär finden, da haben wir absolut nicht das richtige Kaliber für. Wir haben halt eher sowas für klein- bis mittelgroße Tiere. Die Pfeile sind auch nicht wirklich gut. Das heißt, damit können wir auch nichts machen. Aber so einen Bär zu erlegen, wäre halt schon heftig, ne? Würde ich feiern. Frisch. Oh, shit. Okay. Wir könnten es versuchen, ne? Mit einem guten Treffer. Ist gefährlich, aber man könnte es echt versuchen. Frisch. Ja, wo wird er wohl hingelaufen sein? Der rennt halt die ganze Zeit. Das ist ein bisschen problematisch, ne? Kann mich nur gerade nicht entscheiden, ob ich echt den Bär verfolgen sollte. Wäre natürlich cool, ne? Wenn wir den erlegt kriegen. Und so weit entfernt scheint er ja nicht zu sein. Da läuft er. Soll ich mich mal versuchen ranzusneaken? Endlich haben wir mal wieder ein Tier gesehen. Das ist schon mal sehr gut. Ich werde ihn jetzt mal versuchen, langsam zu verfolgen. In der Hoffnung, dass er stehen bleibt oder so. Da sitzt er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben halt echt nicht das richtige Kaliber dafür, Leute. Drückt die Daumen. Ich würde es gern mit Pfeil und Bogen machen, aber ich kann... Ich muss aufstehen dafür. Alter, was geht denn hier ab? Okay, Leute. Lad nach. Okay, wir haben ihn getroffen. Die Pfeile sind halt viel zu klein eigentlich dafür. Oh, habe ich mich erschreckt. Wir haben ihn getroffen. Keine Organe. Ich habe versucht, die Halswirbelsäule zu treffen von hinten. Wo ist er? Oh, ich hätte vielleicht mit dem Gewehr schießen sollen. Oh, habe ich mich erschreckt. Auf einmal war der andere Bär auch neben uns. Alter, war das heftig. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der hingelaufen ist. Das Problem ist halt, wir haben echt nicht die richtige Muni für Bären. Aber das war krass. Ich kann euch mal kurz zeigen. Ich habe halt, ja, ihr seht ja unten links die Symbole. Ich kann es gar nicht sehen, in meinem Kopf da. Für Kaninchen, Fuchs und Reh. Die Pfeile. Und die Munition hier auch bei dem Gewehr. Also ist beides nicht gut. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir den erlegt kriegen. Ich habe auch seine Spur verloren. Aber krass, dass er da einfach so saß. Oh mein Gott. Ich hatte mir heute auch nicht überlegt, eigentlich auf Bären zu gehen. Das ist jetzt ganz spontan gekommen. Komm mal in der Atem. Nein, der ist außer Atem. Komm. Atme durch. Ich weiß nicht, ob wir den getroffen haben. Wir mussten aber die Chance nutzen. So, hier vorne müsste irgendwo der Treffer gewesen sein. Falls ich ihn getroffen habe. Wenn ich ihn nicht getroffen habe, Braunbär-Warnruf, okay. Dann sieht es schlecht aus, wenn ich ihn nicht getroffen habe. Aber ich glaube, das war nichts. Oder das war der andere Bär. Oh nein, hier sind noch andere Spuren. Ich glaube, ich habe eher den anderen Bären getroffen. Shit. Ja, das dürfte eher der hier gewesen sein. Mit den nicht aktiven Spuren. Das hier ist aber gar nicht gut. Das heißt, gegebenenfalls habe ich jetzt zwei Bären angeschossen, aber ich sehe jetzt hier auch kein weiteres Blut oder so. Also ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass ich den getroffen habe. Ah, shit. Vielleicht sollten wir doch das andere Tier hier nehmen für die Mission. Ich glaube, den Bären, den können wir aufgeben, wenn wir hier schon mal so ein Wildschwein haben. Atme durch. Atme durch. Kann ich schießen. Oh, hier vorne sind noch mehr Wildschweine. Ich kann nicht schießen, ey. Ist einfach außer Atem, der Dude. Ganz ruhig, Brauner.
nicht getroffen. Ich bin so schlecht. Oh, was ist denn los? Die Tiere stehen hier alle. Schlange, die wollen von mir gedingst werden. Scheiße. Jetzt bin ich nicht mehr außer Atem. War das ein Treffer? Jetzt habe ich doch getroffen. Lieber Bär, du darfst weiterleben. Ich habe ein neues Ziel. Du wärst eh zu unwahrscheinlich. Vielleicht sollten wir nächstes Mal andere Pfeile noch mitnehmen als Ersatz. Irgendwas Größeres, weil hätte ich gerade eine Armbrust gehabt, mit so richtig schweren Pfeilen hätten wir den Bären bekommen. Natürlich ärgerlich. Geil, neue Fährte, neues Glück. Haben wir auf jeden Fall getroffen. Keine Organe. Das ist nicht gut. Wo läuft es? Nein, nachladen. Oh, was ist denn heute los? Der Wurm ist drin. Ja, jetzt ist es zu weit weg. RIP. Lauf, Junge. Da ist noch eins. Wo ist es? Okay, es kann sein, dass ich es nochmal getroffen habe. Lauf. Ich habe keine Ahnung, welches Wildschwein ich hier verfolge, aber es ist mir auch gerade egal. Wir müssen immer noch Günther retten. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, das waren auf jeden Fall Treffer. Das war ein saftiger Treffer. Tödlicher Treffer. Perfekt. Und da liegt es auch. Ich kann durchatmen. Wir haben es noch vor Nachteinbruch geschafft. Gott sei Dank. Sehr schön. Okay, der zweite war gar kein Treffer, aber wir haben den Lungenflügel rechts getroffen. Sehr gut, damit haben wir ein 100 Kilo Wildschwein erlegt. Für Günther. Okay. Müssen wir jetzt noch zu Günther? Ich glaube, wir müssen jetzt zu Günther hier vorne hin. Wäre natürlich gut, wenn wir uns hier nochmal eben schnell einen Quad holen bei der Hütte. Günther, halt durch, ich komme! Auch wenn das Geländer hier, Gelände hier sehr kugelig ist. Aber hier vorne muss irgendwo Günther sein. Gehe zu Günthers Lager. This is where Günther was camping. Boah, hoffentlich lebt er noch. He's all out of supplies. I told him, leave food uncovered in this wilderness. The bears will steal it. They're hungry this year. Homo sapiens. Take a look around for Günther. People leave tracks like any other animals. Oh mein Gott. Ja, so viel zu dem Thema. Aber ich würde sagen, Leute, die Spuren von Günther, die verfolgen wir in der nächsten Folge. Da bin ich echt gespannt. Das war richtig, richtig spannend, diese Folge. Falls euch das Ganze gefällt, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Jäger Dandy mit versauter Frisur.